Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen jetzt zurück zu den Sims 4 mit unserer WG. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wo ich bin und was das für ein Haus ist, dann kann ich euch das sehr gerne sagen, denn ich bin umgezogen. Ich drücke erstmal auf Play. Ja, Sarah hat mir ein Haus gebaut. Übrigens, vielen lieben Dank. Das ist wirklich sehr schön. Ich fülle das hier erstmal mit Fischen. Ich verlinke euch, also ich denke, sie wird dazu auch noch ein Speedbit machen, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und was war das? Und ja, ich sag euch auch oder ich schreibe euch auch hier ein Origin-ID oder ihr EA-ID-Code unten in die Infobeschreibung, damit ihr euch das Haus runterladen könnt, wenn ihr das wollt, weil das ist so schön geworden. Ich mache erstmal eine kurze Hausführung. Also hier haben wir so Wohnbereich hier unten, hier so die Küche. Dann haben wir hier den, ja, Essbereich. Hier ist ein, ich denke mal, so Art Gästebadezimmer. Natürlich auch mit einer Katzentoilette. Hier ist so eine kleine Waschküche. Und dann sind hier oben die Räume von, ich denke mal, das Zimmer hier ist für Elena und Patrick gedacht und das Zimmer hier ist für Hannah mit einem eigenen kleinen Badezimmer. Oh, Ellie singt schon. Und hier ist das Zimmer von Felix mit einem eigenen kleinen Balkon. Ja, und Ellie weiht schon ihr neues Mikrofon ein. Sie hat eine eigene kleine Etage bekommen, wie es im anderen Haushalt auch der Fall war. Mit einem eigenen kleinen Badezimmer und einem Zimmer und auch einem Balkon. Mit so einer Blubbelmaschine. Ja, okay, Ellie. Alles gut. Dann haben wir draußen einen wunderschönen kleinen Garten. Hier zum einen einen wunderschönen klitzekleinen, also klitzeklein, der ist groß, der Pool. Hier natürlich Yoga für Elena, das darf nicht fehlen. Und dann noch ein Garten, wo ihr zum Beispiel auch ein paar, ja, Plasmafruchtbäume für Ellie sind. Und hier können wir dann noch ein bisschen anderes Zeug wieder anpflanzen, wie zum Beispiel Knoblauch oder diese Emotionsbäume. Ach, ich mag ihren Gesang. Oh, die beiden verstehen sich gut. Ja, ihr könnt ruhig ein bisschen miteinander quatschen. Und ich werde das neue Haus unterhalten. Ja, natürlich, die Kätzchen haben ja auch einen wunderschönen Kratzbaum. Und ha, sie hat an alles gedacht. Dankeschön. Das Haus ist wirklich so, so, so schön geworden. Ich finde das so hübsch. Ja, mal noch zur Erklärung, warum ich jetzt überhaupt umgezogen bin. Das andere Haus war mir einfach so groß. Und irgendwie hat mir so ein bisschen das familiäre Zusammenleben gefehlt. Und ich hoffe, dass es jetzt in diesem Haus besser wird, weil es nicht ganz so riesig ist. Und ich hoffe einfach, dass dann alles so ein bisschen mehr zusammenhängt. Oh, du hast gar. Aber egal. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass sie hier eher so in Richtung Teenager schon gehen soll. Felix hat zwar noch 21 Tage, aber die gehen auch vorbei. Ach, ich finde das Haus so schön. Du singst doch so schön. Oh, wir haben hier solche. Das ist ja cool. Klingt mega gut. Die Dinger verwende ich wirklich ziemlich. Oh, und auch eine Kamera. Und ein Plasmaball. Oh, hier stehen so viele kleine Kleinigkeiten rum. Das ist richtig hübsch. Und hier ist auch so ein richtiger Plasmabeutelvorrat. Das sehe ich jetzt erst. Und noch ein eigener Fernseher. Okay, die Töne solltest du noch ein bisschen trainieren. Mach mal weiter und also ich bin nach New Crease gezogen, habe ich das schon erwähnt, ich weiß es gerade gar nicht. Weil in der Tierstelle, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt, kein passendes Grundstück frei war, auch generell, nein, ich trete nicht den Gartenzwergen bei. Und ich dachte, hier ist ein passender Platz, weil hier kann auch Patrick, nicht Patrick, warum? Felix mit Kindern spielen gehen. Komm, gehen wir hier Pirat spielen und spielen mal ein bisschen mit, kannst du gleich ein paar Freunde kennenlernen. Hannah rennt draußen gut gelaunt rum und natürlich wird gleich wieder die Bar eingeweiht. Eingeweiht. Eigentlich könnten wir mal eine Hausparty feiern, schmeißen, nur zur Begrüßung. Ich meine, das passt ja jetzt ziemlich gut. Du schmeißt jetzt mal eine Party. Und hier können wir auch jetzt eigentlich ziemlich gute Gala-Abendessen und so veranstalten. Gesellschaftliches Ereignisplan. Pixel, was hast du denn kleines etwas? Gehst du auch zu Ellie?
Geh mal hoch zu Ellie. Ellie kümmert sich um dich. Genau. Wir machen eine Hausparty. Hatten wir nämlich noch gar nicht. So, Hannah ist der Gastgeber. Yes, der erste mit unserer ganzen Familie hier. Dann können gerne noch so ein paar Leute kommen. Wir können ja einfach mal ein paar Leute einladen. Mit wem verstehst du dich denn hier? Den Typen noch, den mag Ellie nicht. Dann kann sie wieder ein bisschen ihre Vampirkräfte trainieren. Christ. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, laden wir Florian ein, ihren Freund. Ach, warte mal, sie hat doch noch eine neue Freundin. Julia hieß die doch. Oder versucht gerade Freundschaft hier. Julia laden wir ein. Miko können. Ach, Miko geht schon. Ich mache dann, lassen wir es bei den 15. Ja, den Rest brauchen wir nicht. Entertainerin, Ellie, Mixerin, irgendjemand von denen und Catherine kann Elena übernehmen. Genau. Nebenbauerresistenz, genau. Ach ja, komm nach Hause, komm. Stereoanlage. Haben wir hier? Ja, hier haben wir eine Stereoanlage. Einschalten. Und zwar hören wir Pop. Und ich muss mich gleich um Ellie kümmern, ich weiß. Hoch. Schnuffi, was hast du? Guck mal, dein Kätzchen kommt. Was ist das? Was ist das? Du fragst jetzt nicht ernsthaft, was das ist. Du willst sie vielleicht fragen, was los ist. Du weißt, dass es eine Katze ist, oder? Was ist los? Oha, wie süß. Hat sie das jetzt auf Kommando gemacht? Wer kommt denn da rein? Florian! Hey, das ist mein Plasma. Ich glaube, da steht dir mehr Plasma. Ich glaube, es hackt. Könntest du sie mal fragen, was los ist, bitte? Nein, ich möchte zu Pixel, 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 Pixel. Was ist los? Ellie, frag jetzt deine Pixel, was los ist. Vielleicht sollte ich mir die Dinger ins Inventar ziehen, weil ich sehe gleich hier ganz andere viele Vampire kommen, die sich dann an einen leckeren Plasmavorrat bezahlten Urlaub nehmen. Du hast Hunger. Pixel, unten ist Futter. Ganz viel Futter. Ja, miau. Nein, mein Plasma. Ich sag es doch, die ganzen Vampire kommen und lauern. Obwohl, besser vielleicht, als wenn sie meine Partygäste aussaugen. So, dann Tier zum Fressen rufen. Pixel, wo ist eigentlich Joey? Was macht der? Pixel hat Hunger, ja. Sehr schön. Speisen werden gegessen. Eleanor, du musst dich mit deinen Leuten kontaktieren, die du eingeladen hast. Komm, über Modescherzen. Dann erzählen wir gleich ein paar Witze. Und dann gucken wir mal weiter. Oh, dieses neue Haus gibt mir gleich nochmal so einen richtigen Motivationsschwung für diese Familie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist diese Familie manchmal... Ah, bei der Legacy Challenge habe ich nie das Gefühl. Oh ja, ich muss die noch aufnehmen. Aber das hatte ich bei der WG letzten Zeit öfter. Aber jetzt habe ich da richtig Motivation. Was ist denn mit dir los? Ich möchte gern auf dich. Du willst essen. Du müsstest doch duschen. Sag mal, hast du jetzt Pixel gerufen? Ja, Pixel kommt. Das ist gar kein Problem, weil wir haben ja leckere Plasmabeutel. Dann kannst du einfach mal was trinken gehen. Und dann kannst du auch oben in deiner eigenen Dusche duschen gehen. Ich meine, du musst dich jetzt sowieso nicht unten mit den Leuten. Du kannst in Dusche singen. Oh, Sebens sich küssen lassen. Na, das ist doch hier perfekt für unsere kleine... Obwohl, warte mal, das könnten doch unsere süßen beiden machen. Ja? Nein! Ha, falscher Sim, falscher Sim, falscher Sim. Okay. Jetzt gibt das auch Sinn, warum es dann so wenig Auswahl war. Man muss es ja nicht übertreiben. Ah ja, sehr schön. Aber meine Sims essen, also die ganzen Sims essen hier gerade sehr schön und fleißig. Ich sag mal, Pix, was ist? Dann hast du nicht immer genug gegessen. So, Hannah kann ja auch ein bisschen mitmachen. Wo sind denn ja deine ganzen Freundchen? Ihr habt dich ja nie getrennt. So kannst du denen keinen Heiratsantrag machen. Achso, reicht nicht aus. Okay, ja, das kann sein. Hier, küss mal. Und dann kannst du mir auch noch einen Kuss geben. Oh, eine Geschirrspülmaschine. Sehr, sehr praktisch. Haben wir noch genug Kuchen? Weil dann stelle ich mal Kuchen raus und dann können wir dann noch zum Essen rufen. Ich möchte nämlich eine sehr, sehr gute Party haben auf jeden Fall. Ja, hier haben wir noch drei Stücken. Zum Essen rufen gehen. Sind gleichzeitig eine Sternlage Musik hören lassen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und Elena muss einfach noch ein bisschen reden. So, Ellie. Und wenn du fertig bist, kannst du auch wieder nach unten kommen und dich um das Volk mischen. Warte mal, vielleicht haben wir noch ein bisschen ein passenderes Party-Outfit für dich. Das eine ist wirklich eher so, wenn du wirklich feiern gehen möchtest.
Natürlich kann es auch so sein, gar keine Frage, aber warte mal. Outfits ändern. Partykleidung. Muss dir mal ein paar mehr Outfits geben. Ich würde die jetzt gerne mal sehen. Sims, lade doch. Dankeschön. Ach, zieh mal das an. Hanna, du musst noch einmal mit wem reden. Kriegst du da. Oh, du hast das hinbekommen. Sehr schön. Jetzt müssen wir. Oh, jetzt rennen alle dorthin, um sich diese zwei Stückchen Kuchen zu nehmen, die noch übrig war. Warte mal. Pop hören. Dann mache ich das mit meinen Sims. Das ist nämlich eigentlich praktisch, wenn man viele Sims im Haushalt hat, weil diese. Irgendwie hört niemand Musik, aber wenn man genügend Sims hat, mit denen man das machen kann, haut das eigentlich schon hin. Elena, du musst auch mithören. Hanna, du musst dir mal mithören. Nein, jetzt hören wieder alle auf. Och, Leute, hört doch einmal Musik. Macht doch mal, was ich euch sage, bitte. Patrick? Patrick, mach, was ich dir sage. Wie sie einfach mich ignorieren. Sims, was ist denn los mit euch? Ich möchte eine gute Party. Dankeschön. So, was ist jetzt das neue Ziel? Genau, Sims gleichzeitig glücklich sein lassen. Na, das ist doch gar kein Problem. Was macht man, wenn man glücklich sein möchte? Man ist eine Glücksbeere. SMS-Notfall. Ich habe jemandem ein Essen geschrieben, obwohl... Aber obwohl da schon eine Stunde her ist, hat er sich noch nicht gemeldet. Soll ich nochmal schreiben? Ja, nein, warte auf die Antwort, Leute. Hetzt doch nicht immer so die armen Leute. Diese Sims Schwung und Kraft. Nee, haben wir irgendwie so eine Glücksbeere? Hier. Hanna, er ist eine Glücksbeere. Wer ruft an? Vivian, das ist toll. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, wer auch immer das ist, ja, sie ist toll. Och, Hanna ist zu kokett. Das reicht nicht aus, um glücklich zu sein. Elena, möchtest du vielleicht eine Glücksbeere essen? Ich meine Ellie natürlich, nicht Elena. Leider verwechsel ich die beiden immer so extrem doll, ne? So, ich hoffe, hier haut das hin. Komm, ess die Glücksbeere, auf die Musik zu hören. Ach, wo ist denn eigentlich der Freund hier? Den mögen wir doch so sehr. Befehligen. Komm, wir brauchen eine günstige Putzkraft und deswegen würde ich sagen, befehligen wir noch einfach mal sich so ein bisschen hier uns beim Aufräumen zu helfen. Ich meine, das ist doch ganz nett. Da kann er doch durchaus ein bisschen mitmachen. Dann bräuchten wir eigentlich auch ein bisschen Plasma. So ein bisschen, obwohl das jetzt nicht vor allem, dann sind wir gleich wieder der böse Vampir. Aber irgendwie werden meine Sims hier nicht glücklich. Obwohl ich einen Glücksbeere gegessen habe. Die sind alle viel zu verspielt. Was ist denn nur los mit euch? Also du spielst doch, okay, das ist verständlich. Warte, komm mal nach Hause. Zu Hause sind so viele, mit denen du reden kannst. Der Sims kann jetzt nicht, wieso kann er nicht nach Hause gehen? Geh mal mit ins... Oh, jetzt sind sie glücklich. Sehr schön. Und wir haben eine Goldparty. Level 2 der Comedy-Fähigkeit erreicht. Sehr schön. Ach, danke schön, dass du uns so freiwillig und selbstständig beim Aufräumen hilfst. Das ist wirklich so lieb von dir. Vampir? Wir könnten ja eigentlich mal Vampir-Training anbieten. Ich meine, Ellie kann das nur helfen, weil ich möchte gerne die Sonnenresistenz auf 3 haben. Dann kann ich so viel mehr mit dir machen. Oh, ich liebe Ellie. Ellie ist mein absoluter Lieblingssim. Ja, hier sind auch einige sportlich unterwegs. Pixel sitzt hier ganz brav rum. Joey, was machst du? Du bist unter den Tisch und sitzt da halt rum. Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen werde, hier ist eine Mikrowelle. Damit meine Sims sich auch so ein paar schnelle Sachen machen können. Joey aus Böse Katze. Böses Kätzchen. Böses Kätzchen. Wir können ihn auch gern mal rauslassen. Wo das wahrscheinlich Ellie machen würde. Bakel, Dafuri. Runa, Punky Steve. Yes, yes. Ja, ja. Uskenora. Kannst du das auch? Joey hat gelernt, nicht auf Ort, Joey. Ich bin stolz auf dich. Endlich hast du das auch mal bekommen. Das ist ja wirklich unglaublich.
Ellie freut sich auf jeden Fall. So. Die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Die Party ist gleich vorbei. Ich würde sagen, sie redet nochmal kurz mit ihrem Vater. Weil irgendwie haben die sich jetzt fast gar nicht gesehen. Weil eigentlich haben die ja schon eine ganz gute Beziehung zueinander. Also sie ist jetzt auf jeden, sie sind jetzt auf jeden Fall nicht komplett verschritten. Aber ich denke zum Beispiel zu, na gut, zu Hannah sieht es gerade auch ein bisschen kritisch aus. Aber ihr Verhältnis zu Elena ist, denke ich, somit das Beste überhaupt. Du findest im Haushalt eine Stereoanlage. Okay, aber brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Habe ich eigentlich noch irgendwas im Inventar rumklatschen, was ich... nur diese komische... Ach komm, die kann ich verkaufen. Ich habe eine wunderschöne. Ich muss nur gucken, wie ich das mit der Rechnung hinkriege. Obwohl beim anderen Haus war die, glaube ich... Na, ich will nichts verschieben. Ach, zurück. Soll alles so bleiben, wie es ist. So, so schön. Ach so, nicht mehr umarmen? Na, dann trink Plasma. Kannst du ihn ja trotzdem noch mal umarmen? Ich meine, er muss ja jetzt noch nicht sofort gehen. So, Leute, die Party ist vorbei. Genau. Ich werde mich jetzt aber an dieser Stelle auch erstmal wieder von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung freuen. Was ist das hier eigentlich? Und ja, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann zu einer neuen Folge wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao, ciao.